Moin moin, liebe Seniors, liebe Senioritas, liebe Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Ich bin der Seno. Muss mal gleich wegen der Lautstärke gucken. Ich hoffe, ich bin laut genug. Ich hoffe, das Game ist nicht zu laut. Meine Boxen sind gerade ein bisschen empfindlich. Also das... der Bot ist im Vergleich zum Spiel sehr leise. Ich mache das Game ein kleines bisschen leiser, Leute. Das geht mir gerade so ein bisschen auf den Senkel. Musik und Sound machen wir mal auch ein bisschen runter. Hört ihr das Game jetzt noch? Mach mal einer einen Command bitte, der einen Sound abspielt. Hier mit meinem Bot. Ich muss mal kurz hören, ob ich den Bot höre quasi. Ja, das geht. Wenn ich mitten im Feuergefecht bin, werde ich es nicht hören. Aber danke für den Kuss, Tyranno. Wobei, oh, ich habe ihn sogar abbekommen. Ja, umso besser. Genau. Wir sind hier in Unreal, ja. Wir sind hier in Unreal, wo auch sonst. Hier unten sind unsere putzigen kleinen Fische. Wenn wir unsere Füße ins Badewasser halten, dann kommen die an und fressen unsere Hornhaut. Kennt ihr diese hornhautfressenden Fische? Die sind richtig geil. Das ist so entspannt, da die Füße reinzuhalten. Aber ich lasse mich schon wieder ablenken, denn wir sind hier im Tempel der Wasserschlangen. Beim Wassergott so und so. Ich habe den Namen jetzt tatsächlich vergessen. Das soll uns auch mal ganz egal sein. Wichtig ist nur, dass wir uns hier durchballern müssen. Und ich weiß nicht genau, was wir machen sollen. Ich sehe da hinten auf jeden Fall einen Bad Guy. Seht ihr ihn auch? Ja, den werde ich nicht retten können. Tut mir ja auch leid. Das heißt, wir wollen hier einmal platt machen, was platt zu machen ist. Hat einigermaßen gut geklappt. Hallo Mupfel! Ja, die Putzerfische, die dir die Hornhaut von den Socken fressen, Mann. Die sind richtig nice. Ich bin einmal in den Genuss gekommen, meine Füße da reinzuhalten und die Fische haben überlebt. Eine wunderbare Schöpfung der Evolution. So, was machen wir jetzt hier? Wir haben einen Schalter. Oha! Und damit haben wir jetzt hier so ein Seil hochgeschossen und dürfen hier hochkrabbeln, ohne runterzufallen. Wir haben ja Skill, ist ja gar kein Problem. Gehen hier rauf. Da geht's noch höher, aber ich weiß nicht, was das ist. Das sieht aber so aus wie etwas, das ich haben will. Vielleicht sind das Kugeln oder so. Wir gucken mal gleich nach. Wann hättest du denn dann morgen Zeit? Ich habe nämlich bis 14.15 Uhr erstmal Schule. Ja, dann danach. Ich bin morgen den ganzen Tag zu Hause. Auch den ganzen Tag beschäftigt, aber ich bin den ganzen Tag zu Hause. Keywords, wie sieht denn das bei dir aus? Ich kann mich da komplett nach euch richten, ist doch wohl klar. Hat man doch heute gesehen. 17 Uhr. Ja, dann lass doch wieder 17 Uhr anstreben. Das hat ja, was heute nicht klappt, das klappt morgen. Okay, wir haben ein paar Raketen gefunden. Ist nicht das Verkehrteste. Und dann müssen wir hier weiter. Stimmt, wir haben ja sogar den Rocket Werfer. Wir haben den Rocket Werfer. Den sollte ich auch vielleicht mal ein bisschen öfter benutzen. Denn Munition für die Minigun haben wir nicht mehr. Oder die Nailgun oder wie das Ding hier heißt. Die ist leer. Die Stinger heißt sie, glaube ich. Gut, da soll ich lang. Machen wir. Ja, der 8-Ball ist fast voll. Dann nehmen wir den 8-Ball. Dann lass morgen 17 Uhr anstreben. Passt dir das, Dennis? Und passt dir das, Tyranno? Ey, ich würde mir ja so wünschen, dass dieses Wasser mich einfach voll heilt. Es heilt mich voll. Meine ich doch. Guck mal, das sieht doch schon aus wie Heilwasser. Dieses saftige Blau. Ja, das muss gutes Wasser sein. Dennis ist gerade duschen. Ah, der denkt wieder an mir und kackt sich in die Hand. Seno, ist das alte Unreal Tournament aus den 90ern, Norfisch? Ja und nein. Es ist nicht das alte Unreal Tournament. Das alte Unreal Tournament habe ich auch gekauft und werde mit euch in der Community zocken. Habe ich auch schon einmal. Das hat auch saumäßig Spaß gemacht. Und das werden wir noch öfter machen. Wenn der Discord neu aufgebaut ist, dann wird Keywords ein bisschen ordnen und so. Und dann haben wir da einen Platz, wo wir uns verabreden können. Und dann werden wir das alte Unreal Tournament unter anderem mit dem Soldat spielen, mit dem alten Soldat. Wo gibt's denn das? Das gibt's im Vierer-Bundle. Ich habe den Link bei Discord geteilt. Guck mal in den allgemeinen Discord bei mir, also den allgemeinen Chat. Da habe ich das geteilt. Mein MMOGA-Link und was du googeln musst. Und dann kriegst du das alte Unreal. Und das ist das alte Unreal hier. Aber das ist ein Singleplayer-Game. Das Original Singleplayer Unreal, das ist das.
Dann kriegen wir Unreal Tournament, Game of the Year Edition vom allerersten Unreal Tournament. Dann kriegen wir Unreal Tournament, die 2004er Version und ich glaube noch die Unreal Tournament 2012er Version. Alles für 3 Euro, glaube ich. Ich weiß nicht, warum das hier so komische Geräusche macht. Habt ihr das auch gehört? Ich weiß nicht, ob das aus dem Spiel kommt oder ob das mein PC war. Lass ihn in Ruhe, das ist mein Freund. Ha, haben wir den weit weggedonnert. Das hat sogar gereicht, um ihn zu töten. Guck mal, seine explodierte Leiche gibt uns recht. Ey, aber eigentlich will ich zurück. Scheiße. Das gefällt mir nicht, da hinten waren noch Kisten, die hätte ich eigentlich ganz gerne nochmal geöffnet. Jetzt fahre ich aber hier schon mit dem Floß lang. Ja, das macht im Multiplayer halt auch richtig, richtig Fun, Mann. Wir haben das alte Soldat gezockt, also es gibt Soldat 2, das hat uns aber nicht geflasht. Kostet auch irgendwie ein 20 und sah ehrlicherweise echt viel schlechter aus als Soldat 1. Und wir haben Soldat 1 gezockt und Soldat 1 einfach nur spaßig, Mann. Und das alte Unreal, aber auch super Fun gemacht. Allerdings will ich da alleine mit euch irgendwie auf einem Server sein und nicht auf einem Server, wo die Cracks spielen, die das Spiel seit 98, 2002, 24 Jahren zocken. Die sind nämlich mittlerweile einfach recht gut. Da komme ich mit meinem Skill und ihr mit eurem Skill erst recht nicht gegen an. Deshalb wollen wir das entspannt in der Community, wir Noobs unter uns spielen quasi. So, ich würde gerne nochmal zurückfahren. Ja, es tut mir leid, aber wir machen das. Die Kisten da hinten, die wollen wir nicht übrig lassen. Das heißt, ich tauche mal eben ganz kurz zurück. So weit war der Weg jetzt auch nicht. Und dann nehmen wir die beiden Kisten da hinten mit und dann ist gut. Ja, zurückschwimmen ist so. Ich weiß auch nicht, ich würde das geil finden, wenn man diese Dinger hier kaputt schießen kann. Und da Munition für die Stinger rauskommt. Aber Spoiler, das passiert einfach nicht. Ist nicht drin. Aber die Kisten wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben echt ein bisschen Munitionsknappheit hier. Ich meine, die Waffe hier, die hat unendlich Munition. Das ist gut. Die geht uns so schnell nicht leer aus. Aber auch so Rüstung oder Leben würden wir schon gerne mitnehmen hier. Guck mal, und das ist tatsächlich genau die Munition, die wir brauchen. Immer ein 80-Schuss. Und dafür nochmal ein bisschen Munition. Jetzt können wir zurück. Ich glaube, in diese Richtung schwimmen wir sogar ein kleines bisschen schneller. Wart ihr denn auch alle brav wählen, Leute? Ich meine, heute ist Montag, gestern war die Bundestagswahl. Ich habe es eben schon vor Streamstart angedeutet. Mich hat jetzt das Resultat nicht so richtig happy gemacht, Leute. Hätte schlimmer laufen können, hätte definitiv schlimmer laufen können. Aber ich kann auch schon wieder nur den Kopf schütteln. Ich sag nicht, was ich gewählt habe, spielt auch nichts zur Sache. Aber ich bin ganz happy, dass die CDU so abgekackt hat. Das schlechteste CDU-Ergebnis seit der Wiedervereinigung oder sowas, wenn ich mich nicht täusche. Oder ich glaube sogar, also jemals, das schlechteste CDU-Ergebnis jemals oder irgendwie sowas, freue ich mich persönlich drüber. Aber wie realitätsfern muss man denn bitte sein, sich jetzt als Armin Laschet hinzustellen und zu sagen, ich werde trotzdem Kanzler. Digga, das ganze Land hat dir den Stinkefinger gezeigt. Und die wenigen Stimmen, die die CDU bekommen hat, sind nicht wegen dir gekommen, sondern trotz dir. Was ein ganz wichtiger in dem Kontext Unterschied ist, ja? Und dann stellt er sich hin und sagt so, die Wähler haben einen Wählauftrag. Ich bin Armin Laschet und Popel am Poloch. Hallo, er ist so ins Gehirn geschissen, Alter. Ich kann den Typen nicht ab. Er ist halt so fail. Er ist halt so fail. Und dann stellt er sich aber allen Ernstes hin. Oh, jetzt sind wir in der dunklen Arena. Okay, klingt... Au. Oh mein Gott. Au, shit. Die haben mich kalt erwischt. Ich habe nur gesehen, dass ich Leben verloren habe. Ich wusste nicht, warum. Jetzt sind wir in der dunklen Arena und speichern erstmal, weil wir sind in einem neuen Kapitelabschnitt angekommen. Ach du Kacke. Okay. Hallo, Creative Discovery. Ich grüße dich. Du warst schön wählen, ne? Maui, du natürlich auch. Natürlich war dir schwimmen. Nichts anderes erwarte ich von euch. Wählen. Wählen, nicht schwimmen. Geschwommen bin ich gerade. Ah, guck mal, Leben unter der Stufe Treppe. Es ist mal wieder Zeit zu speichern. Habe ich gerade gemacht, Digga. Ich habe gespeichert so hart. Das Spiel ist fast gecrashed. Oh mein Gott! Digga, wo kam er denn her? Ja, geh mal unter die Brücke. Au! Okay, ich lass mich töten. Ja, komm, du hast gewonnen. Du hast mich von hinten erwischt, du Foxe. Kannst du mich jetzt töten? Gib mir den Gnadenstoß. Ja, er muss noch so eine... Oh, das sind auch andere.
Das sind Skari Warrior. Bisher haben wir nur gegen Skari Scouts gespielt. Mhm. Das ist ein neuer Gegnertyp. Ziemlich sicher. Ja, wir nehmen die Knarre, einfach weil die Knarre so knarrenmäßig ist. So, wo kommt er her? Wo kommt er her? Da. Von wo kommst du denn bitte? Und was machst du denn für Jumps? Alter. Yes, baby. Diesmal hat er mir den Gnadenstoß ein bisschen schneller gegeben. Ich glaube, wir nehmen irgendwie vielleicht eine Waffe. Ja, also, moin, Seno. Oh, du auch schon da. Oh, komm her. Komm her. Komm her. Don Popelfresse. Bam! Boom! Ha! Was ist die mächtigste Waffe, der mächtigste Skill? Was ist die mächtigste Eigenschaft in jedem Game? Fast jedem Game. Save und Load, Leute. Save und Load. Lasst euch das gesagt sein. Nichts ist mächtiger als Speichern und Laden. Fand die Reaktion auf die Reezy-Videos extrem geil. Reaktion von wem? Ich habe die Reezy-Videos nicht gesehen. Ich bin nicht so der Reezy-Freund tatsächlich. Ich meine, was er da so politisch macht und so, ist okay. Aber ich feiere ihn halt so als Person nicht so. Von daher habe ich mir die neuen Videos nicht angeguckt. Die damaligen, ja. Aber das ist ja auch schon wieder 4 Jahre her, nicht? Okay, hier ist eine riesige Tür. Aber irgendwie muss ich was machen. Aber was muss ich machen? Wir haben eine Flashlight. Ich kann die mal eben aktivieren und hier gucken und da gucken. Ich sehe aber nichts. Muss ich vielleicht diese Dinger hier drücken? Nein. Muss ich diese Dinger drücken? Diese Dinger drücken? Ich gucke mal, ob ich hier irgendwas aktivieren kann. Für die Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben und mir noch nicht so viel bei Unreal zugeguckt haben. Man kann keine Dinge aktivieren. Dinge aktivieren sich automatisch, wenn man gegenläuft. Ja, und ich scheine gegen genug Dinge gegengelaufen zu sein. Okay. Wir speichern mal wieder. Das ist halt auch so ein Oldschool-Game. Das speichert nicht alle 3 Minuten oder 30 Sekunden für dich, immer wenn du so einen neuen Abschnitt hast oder so. Hier musst du noch selber speichern. Und wenn du es vergisst, bist du halt am Arsch. Okay, wir haben einen Brunnen. Ja, okay, es ist kein Brunnen. Es ist eher ein Kamin. Was so ziemlich genau das Gegenteil von einem Brunnen ist. Mach Kerzen aus, wenn es geht. Fand die Reaktion auf die Reezy-Videos extrem geil. Ja, Kerzen ausmachen geht, glaube ich, nicht. Ich wüsste auf jeden Fall nicht, wie. Ich habe halt auch tierische Angst, dass mir gleich schon wieder so ein Gegner in den Rücken springt. Also, das Kapitel, in dem wir uns jetzt befinden, heißt auf jeden Fall die dunkle Arena. Und, ja, wir gucken mal, was hier draußen läuft. Und da draußen hängt schon mal einer. Einer unserer Friendos, der Einheimischen. Die sind eigentlich ganz nett. Okay, krass, das sieht jetzt tatsächlich so aus, wie so ein Unreal Tournament Level. Aber wir gucken uns hier draußen erst noch mal ein bisschen um, bevor wir da in die Hütte gehen. Oh. Oh, oh. Ja, Hammer. Sehr gut. Der 8-Ball-Werfer ist schon crazy gut. Okay. Das war wohl einer von unserem Gefangenenschiff. Wir haben eine fette Rüstung gefunden. Die beiden machen es wohl nicht mehr allzu lange hier. Volle Leben, volle Rüstung. Und ich glaube, dann sind wir ganz gut vorbereitet, jetzt gleich in die Arena zu gehen. Original, keine Ahnung, ob man die Dinger abknallen kann. Kann man. Ich glaube, das sind keine Feinde. Also ich glaube, das bringt uns nichts, hier abzuknallen, aber... Schadet ja auch nicht. Kann man die einsammeln? Man konnte sie einsammeln. Ich weiß halt nicht, ob das irgendeinen weiterführenden Effekt hat. Ey, aber guck mal, ist hier noch ein Secret? Oh, 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 oh. Noch eine Taschenlampe. Ja, guck mal, gut, dass wir hier nochmal geguckt haben. Und der hatte sogar eine Nachricht. Hallo, Bondinius. Die Story des Spiels erzähle ich ja gleich. I escaped from my cell, but can't find the strength to go on. Remember me to my family. Okay, er hatte nicht die Stärke weiterzumachen und wir sollen ihn, seine Familie von ihnen grüßen quasi. Hm.
Ich glaube ja, Bondinius, ich glaube ja. Mal gucken, wie wir durchkommen und wie ich Bock habe, aber ich denke ja. Ich glaube, es gibt nachher noch ein bisschen Factorio. Die Story vom Spiel ist ganz einfach, man ist ein Gefangener auf einem Gefangenentransporter. Das Raumschiff, das als Gefangenentransporter dient, wird allerdings in die Gravitation eines riesigen Planeten gezogen. Die Verantwortlichen lenken noch gesamte Schildenergie quasi auf den Antrieb um. Bringt aber nichts. Raumschiff stürzt auf die Planetenoberfläche. Und man selber ist halt ein Gefangener und weiß gar nicht, was los ist. Und das erste Kapitel ist quasi, dass man sich von dem Schiff runterkämpft. Oder rauskommt aus diesem Schiff und dann ist man halt auf diesem fremdartigen Planeten. Und merkt relativ schnell, dass es einmal Einheimische gibt. Das sind die Leute, die da hinten gerade an diesen Mata-Fehlen befestigt waren. Hier diese freundlichen vierarmigen... Die da, ja. Na, das sind die Einheimischen. Die scheinen auch friedfertig zu sein. Und dann gibt es halt die bösen Aliens, Götter, wie auch immer, die von den Sternen gekommen sind. Damit sind aber nicht wir gemeint, sondern diese anderen Viecher, die ich hier bezwinge die ganze Zeit über. Und wir versuchen jetzt eigentlich nur am Leben zu bleiben und rauszufinden, was es mit diesem Planeten auf sich hat und eventuell wieder abzuhauen. Maui, ihr wartet nicht alle auf Faktorien. Nee. Nicht alle. Genau, die Schwachen sollen durch die Hand der Bestie zugrunde gehen. Sympathisch. Okay, hier haben wir noch eine Tür. Die öffnet sich nicht. Deutet alles darauf hin, dass wir nach oben sollen. Das Lustige an dem Spiel ist halt tatsächlich, dass ihr kennt wahrscheinlich alle Unreal Tournament. Also eigentlich ein PvP-Shooter, ähnlich wie die Quake. Ja, das war so die größte Konkurrenz zu den Quake-Teilen damals war Unreal Tournament. Und man... Sind das zwei? Ne, er ist alleine, ne? Au, oh, what? 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 Ne, er ist doch nicht alleine, wusste ich's doch. Ihr Arschlöcher. Oh, fuck. Und normalerweise spielt man halt gegen andere Spieler so im Tournament-Modus, so. Und das hier ist jetzt halt die Singleplayer-Version. Scheiße, ich darf nicht immer R drücken zum Nachladen. Normalerweise in vielen Spielen ist eher Nachladen, hier ist eher aber Chatten. Und wenn du chattest, kannst du dich halt nicht mehr bewegen. Deshalb eher böse. So, und das heißt, die Gegner, gegen die wir hier spielen, sind halt quasi KI-gesteuerte NPCs aus einem Shooter. Also, aus einem Turniershooter, versteht ihr? Und wir spielen auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Deshalb sind die Gegner extrem tough. Die sind halt echt gut, was das Ausweichen und was das Zielen angeht. Ihr habt es gesehen. Die zwei Leute hier, da muss ich mich schon ein bisschen konzentrieren. Das sind halt zwei poplige Gegner. Einfach weil du nicht wie in einem Shadow Warrior, einen Duke Nukem, einen Quake oder so stumpfe Gegner hast, die einfach nur dumm rumstehen, sondern die juken dich, die weichen aus, die machen einen Satz nach links, einen Satz nach rechts. Ist nicht ganz ohne. Nein, das warten nicht alle. Wäre nice, wenn die auf die Idee kommen, einen Mega... Oh mein Gott! Ich lese gleich. Das Ding ist, diese Waffe, die ich gerade benutze, ist so die erste richtige Waffe, die wir gefunden haben, außer der Waffe, die unendlich viel Munition hat. Also ist so die erste richtige Waffe, sage ich mal, die wir gefunden haben. Und der Grund, dass ich diese Waffe gegen diese Art von Gegnern benutze, ist, die können halt richtig gut ausweichen, diese Viecher hier. Und die Waffe, die ich gerade benutze, die hat halt sofort Impact. Also da fliegt keine Kugel. Wenn ihr das zum Beispiel mit dem Ding hier vergleicht, da fliegt ein Projektil. Und den weichen die so gut aus, du hast keine Chance, sie zu treffen. Hier. Ich ziele quasi rauf und so einmal getroffen, zweimal getroffen, dreimal getroffen. So, und gleich hat meine Waffe aber schon keine Munition mehr. Und da war ich halt so gut aus, dass ich so jede zehnte Kugel vielleicht treffe. Mit der Waffe ist der Impact aber sofort. Das heißt, ich muss das Fadenkreuz nur raufhalten und abdrücken und dann irgendwann kippt er um. Selbst unsere Minigun quasi, da fliegen Projektile. Die weichen dem einfach raus. Kennen die gar nichts. So, was hat es jetzt mit dieser Arena auf sich, ist die große Frage. Es ist ein relativ großes Areal mit relativ vielen Gegnern, so wie ich das bis jetzt gesehen habe. Und wir müssen mal ein bisschen gucken hier. Riesiges Zahnrad. Guck mal, das ist doch fast wie Factorio. Drei Schalter. Schalter 1. Nichts passiert. Schalter 2. Nichts passiert. Schalter 3. Okay, Zahnräder laufen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht habe ich ein Tor geöffnet oder sowas. Ja, könnte sein. Die Schalter sind auch alle noch auf Ausgangsposition. Kann ich die wieder umstellen? Nee.
Gut, ich glaube, dann haben wir hier einfach irgendwas aktiviert. Haben wir vielleicht sogar hier die Tore aufgemacht, die innen liegenden? Ja, ich glaube ja. Oh fuck, komm her. Weißt du was? Wir locken den Raketenwerfer ein. Bams! Komm her, wo bist du? Ah! Ach, genau, reingelaufen. Aber immerhin habe ich ihn weggehauen. So, schauen wir ein bisschen weiter. Was müssen wir machen? Wir können jetzt auf den inneren Kreis zugreifen. Das ist schön. Wir haben hier noch ein bisschen Munition. Ne, das waren drei, ja, Raketen. Da liegen auch noch Raketen. Hier liegt richtig viel. Das könnte halt original so eine Unreal Tournament Map sein. Original. Da liegt auch noch richtig viel Munition. Für unsere Laserwaffe, die können wir auch mal benutzen. Die ist eigentlich auch ganz gut. Okay, jetzt sind wir hier so im zweiten Stock. Komme ich von hier? Ja, ne? Hier geht es wieder nach draußen. Ist das korrekt? Ja, hier geht es nach draußen. Okay. Sollen wir ihn da lösen? Ne, wir lassen ihn da. So. Also, hier unten sind die Türen noch zu. Die habe ich jetzt nicht geöffnet. Da ist zu und ich glaube hier drüben... Ich glaube hier drüben ist auch noch dicht, ne? Ja. Da kommen wir noch nicht lang. Das heißt, irgendwas im zweiten Stock. Ich glaube, es geht um den inneren Kreis, auf den wir jetzt zugreifen können. Hier links und rechts kommen wir zum Rondell. Und was ist das hier? Fahrstuhl. Ach so, der hat uns einfach direkt hochgefahren. Ja, easy. Dann haben wir hier diesen Rundlauf. Genau, hier den Rundlauf und... Ja, da müssen wir auf den inneren Kreis. So. Dann geht's hier weiter. Das da unten scheint die Arena zu sein. Mhm. Ich glaube, ich habe die Arena gefunden. Da hängen auf jeden Fall einige Leute. Und hier hinten liegt noch einiges an Munition. Allerdings haben wir die Waffe, glaube ich, gerade voll. 50 Schuss ist, glaube ich, Maximum. Ja. Ja, gut. Dann gehen wir runter in die Arena, würde ich sagen, und gucken mal, was uns da erwartet. Irgendwas sagt mir, viele Gegner. Viele Gegner. Ja, das ist der Rundlauf, ne? Genau. Haben drei verschiedene Eingänge. Da unten liegt nochmal der Raketenwerfer. Viele Gegner. Also hier viele Tote, die da hängen. Ah, fuck it. Why not? Und los. Ach du Kacke! Ach du Kacke! Das sieht mir nach einem Endgegner aus. Wow, ich habe keine Ahnung, was das ist. What? Er one-hitted uns? Er one-hitted uns? Okay, das klingt fair. Nur einfach nicht treffen lassen, ne? Ne, noch stärker können sie ihn nicht machen. Wenn er dich one-hittet, one-hittet er dich. Ich meine, ich kann hier unten tatsächlich langlaufen. Aber ob mir das jetzt irgendwie was bringt, lasse ich mal... Da unten geht's weiter, aber die Truhe oder der Gang öffnet sich bestimmt erst, wenn ich den Gegner besiegt habe. Ja, dann müssen wir wieder nach oben und dann müssen wir uns dem Titan stellen. Ne? Da stand eben, Zeno wurde von einem Titan getötet. Ja, danke dafür. Nichts lieber als das. Und los. Wo bist du? Da bist du. Ups. Okay, pass auf, wir nehmen erstmal die Gun, damit kann ich relativ gut zielen und trotzdem in Bewegung bleiben. Ja, die Schwachen sollen durch die Hand der Bestie sterben. Ja, ich meine, guck mal, im Grunde geht's. Also, ich darf mich halt nicht treffen, also es klingt halt leichter als gesagt, aber ich habe keine Ahnung, wie tanky er ist so. Wenn er jetzt nicht so viel aushält, geht das schon. Weil das Ausweichen ist einigermaßen einfach. Was hat mir da Schaden gemacht? Frage ist halt nur, wie lange ich aushalten muss.
Weil er hat halt zwei verschiedene Feuerelemente. Und er kann auf den Boden stampfen und dann fliegen wir hoch. Das ist okay. Und dann kann er die Steine werfen. Die Steine sind aber relativ langsam. Das heißt, wenn ich da ein bisschen konzentriert bleibe, geht das. Die Steine prallen also von den Wänden ab. Und meine Hoffnung, dass er nach einem Magazin bereits tot ist, erfüllt sich nicht. Na gut. Ich bin zu früh. Naja. Falsche Tür. Hier, die prallen halt hier hinten ab und fliegen rum. Und selbst dann treffen die mich noch. Das ist mies. Ja, mal gucken, wie viele Milliarden Leben er wirklich hat, ne? Noch wissen wir es ja nicht. So 50 Raketen oder so haben wir ja. Vielleicht reichen die ja tatsächlich. Hohe Konzentration, Seno. Let's kill the Titan. Wow! Das war knapp, glaube ich. Komm schon, töte den Titan, Junge. Mach ihn platt. Lustig wäre natürlich auch, wenn er unsterblich ist und ich eigentlich was anderes machen muss. Also sowas wie bestimmte Schalter drücken, um irgendwie eine Blitzfalle zu aktivieren oder irgendwie sowas. Könnte ja auch sein. Aber ich jetzt erstmal mit Manneskraft versuchen, ne? Immer freudig rauf. Also 200 von denen Schuss hier hält er definitiv aus. Die habe ich eben schon reingepumpt. Das ist also tatsächlich das Minimum. Oh shit! Tiger! Ich glaube, hier sind wir noch so. Ja, mal gucken, ne? Wie das mit Factorio wird, ne? Oh, ist das ein Dreckskerl, du? Wo bist du? Da ist er. Kann das sein, dass er immer irgendwo aus einer anderen Tür kommt oder vertue ich mich da? Es ist immer die hinter. Ne, es ist immer die hinter der Treppe, ne? Okay, jetzt halte ich die Klappe und konzentriere mich. Das kann ja alles nicht wahr sein hier. Komm her. Ein bisschen Konzentration. Ja, das ist schon mehr so Serious Sam Niveau. Der ist halt wirklich relativ groß. Oh, er bewegt sich nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihn verbuggt. So. So machen wir das. Ha. Seno weiß, wie es läuft. Dulli. Ich glaube, er hat einfach eingesehen, dass er keine Chance hat. Ne? Ich finde das ja äußerst fair. So kann man wenigstens rausfinden, wie viel er Leben wirklich hat. Und das waren jetzt 200 Headshots. Oh mein Gott! Ah! Okay, er hat mir nur einen kleinen Vorsprung gelassen, würde ich mal behaupten, oder? Okay, jetzt macht er trotzdem noch weiter. Ah. Ja, so eine große Hilfe war das jetzt tatsächlich. Okay, es war doch eine große Hilfe. Ich hab ihn. Aber Leute, nee. Das geht mir gegen den Gamer. Ja, so machen wir das nicht. Nee. Ich weiß, wie viel er jetzt aushält. Alles gar kein Problem. 200 von diesen ins Gesicht. Und wenn wir das gemacht haben, nur noch ein paar Raketen hinterher. So viel Leben hat er doch gar nicht. Guck mal, die Hälfte von der Munition haben wir schon drin. Wobei ich nicht hundertprozentig weiß, ob Headshots extra zählen. Ich glaube ja. Ich glaube, es gab Hitboxen in dem Game. Auf jeden Fall bin ich eine große wandernde Hitbox.
Ich weiß, einige von euch fragen sich jetzt, Seno, warum hast du den geschenkten Win nicht einfach akzeptiert? Aber nee, Mann. Nein, so läuft das nicht. Wir machen das schon... Wow, herrlich. Der ist doch immer hinter einer Random-Tür, oder nicht? Na, ich glaube, der ist immer hinter einer Random-Tür irgendwie. Komm her, mein Freund. Wer von euch hätte den geschenkten Gaul akzeptiert? Und wer von euch hätte die Herausforderung angenommen? Und es auf ehrliche Art und Weise versucht? Wobei jetzt gerade... Na gut. Wow, das war knapp. Das interessiert mich jetzt. Wer von euch wäre eine ehrliche Haut gewesen, Leute? Ich appelliere an euren... an eure Gamer-Ehre. Guck mal, das haben wir doch jetzt schon mal. Viel kann nicht mehr fehlen. Wow! Das war knapp. Ja, guck mal, so haben wir es doch auch geschafft. Bam! Ganz ohne Gecheate, ne? Bam! Guck mal, geht doch alles. Ich hätte das Geschenk genommen, Maui. Mupfel hätte die Herausforderung angenommen. Rocker, was ist mit dir? Und Pediplatsch? Bei Pediplatsch schmeiß ich es. Pediplatsch guckt jedem geschenkten Gaul nicht ins Maul. Den nimmt sie an. Die hat sich bei Gothic auch immer mit dem Stab zwischen zwei Bäume gestellt, um den Troll tot zu hauen in Gothic 1. Daran erinnere ich mich noch sehr genau. Wir haben ein Schutzschild gefunden übrigens. Das wäre natürlich gerade sehr hilfreich gewesen. Oh. Geh in die Luft. Na, ich glaube, dessen Leiche können wir nicht zum Platzen bringen. Sehr schade. Ja, hier, was wollen wir euch denn hier hängen lassen, oder? Wir sind mal freundlich. Der gute Nachbar von nebenan. Wir machen ein bisschen Titanensuppe. Da könnte man schön leveln. Ja, erinnerst du dich noch an Rage of Mage? Da ging das auch. Bogen ausrüsten oder Magier nehmen und sich dann zwischen die Bäume stellen. Rage of Mage war damals ein richtig geiles Spiel, Mann. So, wie geht's jetzt weiter? Wir haben einen Schalter. Cool. Achso, der hat da unten die Türen geöffnet. Ja, das ist doch sexy. Es ist nur die Frage, ich möchte nochmal nach unten gucken. Ach, guck mal, nee, hier unten ist jetzt zu. Hm. Da hätten wir also nur eben reinlaufen können, aber nachdem wir den Titan jetzt besiegt haben, ist er unten dicht. Naja, pass auf, dann machen wir hier aber einen Cut. Ich meine, wir haben gerade schön den Titan besiegt. Wir sind bei einer halben Stunde, dann gehen wir mal in den nächsten Part und dann ist gut.